Das Verteidigungsbudget in Österreich wird seit Jahren salamiweise jedes Jahr gekürzt, gekürzt, gekürzt. Dieses Jahr zum ersten Mal unter 2 Milliarden. Wir sind zu einem Punkt angelangt, wo Österreich weniger als 0,6% des BIPs für Verteidigungsausgaben hat. Damit fallen wir in dieselbe Kategorie wie Luxemburg und Irland, die einzigen Länder in der EU, die auch weniger als 1% ausgeben. Man muss es klipp und klar sagen, damit kann der verfassungsmäßige Auftrag des Bundesheers nicht mehr erfüllt werden. Mehr als 70% der Kosten gehen schon auf Personal. Es gibt kein Geld mehr für Übungen, kein Geld für Ausrüstung, kein Geld für Instandhaltung. Ich glaube, nicht nur die österreichische Politik, die österreichische Gesellschaft muss sich einfach die Frage stellen, wollen wir ein Bundesheer oder wollen wir es nicht? Wenn wir wollen, was ist es wert? Oder wollen wir im Windschatten von anderen einfach die Friedensdividende genießen? Das ist eine Möglichkeit. Oder wir nehmen das wirklich ernst. Weiter wursteln, wie wir es jetzt machen, ist meines Erachtens keine Option.